Es ist ein herzlicher Empfang. Drei russische Kosmonauten kommen auf der internationalen Raumstation ISS an und werden von ihren russischen, deutschen und amerikanischen Kollegen begrüßt. Die Raumfahrt ist nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine einer der letzten Bereiche, in denen Russland und die USA noch zusammenarbeiten. Denn die beiden Länder sind beim Betrieb der ISS voneinander abhängig. Während US-Module für die Energieversorgung und Lebenserhaltung an Bord zuständig sind, sorgen die russischen Teile für den Antrieb. Doch der Krieg in der Ukraine hat auch im Weltraum Auswirkungen. Die Europäische Weltraumorganisation ESA stoppt eine gemeinsame Mars-Mission mit Russland. Wegen der massiven Sanktionen des Westens gegen Russland beendet die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos wiederum gemeinsame Experimente mit dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf der ISS. Auch die Starts vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana wurden ausgesetzt und die Mitarbeiter von Roskosmos von dort abgezogen. Auch wenn man es bei diesem Empfang nicht spürt, die politischen Spannungen auf der Erde belasten zunehmend die Zusammenarbeit im All. Wie genau sich die Sanktionen weiter auf die Raumfahrt auswirken, ist noch nicht absehbar.